Hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil aus der Porzellanfabrik. Das hier ist vielleicht ein Ofen gewesen. So genau weiß es eigentlich keiner, oder? Was wir hier noch so finden, das erfahrt ihr jetzt. Also ich vermute mal, dass sie die Form von einem anderen Werkzeugbau oder Formenbau gekriegt haben. Deswegen steht es hier so auf Paletten. Achso, und die haben hier einfach nur umgesetzt für andere? Und haben hier nur noch gebrannt. Also halt also gefüllt und gebrannt und so. Keine Ahnung. Denke ich mal, dass sie hier selber gar nicht mehr so viel von den Dingern hergestellt haben. Habe ich keine Ahnung. Nee, hier war noch. Nee. Ach genau, wir haben da haben wir schon eine Tür mit so nicht reingegangen. Hier kannst du die halbe Belegschaft reinstellen. 42 Leute können diesen Aufzug benutzen. Ja, alles voll von diesen Formen. Ich nehme jetzt lieber erstmal den Rucksack ab, bevor ich damit noch irgendwas umreiße hier. Ja, aber das sieht nämlich ein bisschen aus wie bei Domino Day. Ja, so ein Rotor ja. Unten dran. Was steht denn das? Was hat man hier umgerührt? Wir haben es bestimmt Gips angerührt. Was ist kaputt? Das Glasrohr hier. Das Glasrohr, ja. Hast du das drauf, diesen? Ich weiß es nicht 100%. Ich versuche es nochmal reinzufilmen. Ja, keine Ahnung, was diese Maschine hier mal so umgerührt hat. Ja, alles weiß ich. Ja, hier darfst du halt nichts anfassen. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Das ist, die Haut wahrscheinlich austrocknet ohne Ende. Deswegen versuche ich das immer nicht anzufassen. Also heute Abend eincremen ohne Ende. Besonders hier. Ja. Also so kennt man es ja aus Filmen, wenn irgendwo eingebrochen wurde. Dann sieht es ja meistens so ähnlich aus. Aber gar nicht mal so schlimm. Also bei Einbrecher wollen halt nach was Stehlenswertem suchen. Die reißen alles auf, aber die schmeißen nicht. Die reißen nicht die Lampen von der Decke normalerweise. Oder die Türen. Ich weiß es auch nicht weg. Also, ich weiß nicht, Leute, muss das immer sein? Dieser ganze dämliche Vandalismus. Wer hat da das Klo verstopft? Ah, hier, Tür zu, da steht Tür zu. Ach, ja. Das steht bestimmt nicht ohne Grund da dran. Wer hat denn hier gekokelt, ey? Das ist doch bestimmt ein Radio, oder? Oder ist das ein Drucker? Ein Drucker, guck mal. Ein Toner. Ist das überhaupt Fuß oder ist das Toner? Das könnte Tonerzeug sein. Das ist Tonerstaub. Die hat also gar keiner geguckt. Jetzt hast du endlich schwarze Füße, nicht mehr weiße. Stimmt, ein bisschen. Ja. Hier müssen wir einfach die Farbe wechseln. Ja. Läuft. Und wer hat hier Konfetti gemacht und rumgeworfen? Das war wahrscheinlich der Locher. Ja, das Konfetti macht meistens der Locher. Hier dürfen nur Arzneimittel aufbewahrt werden, die zur Anwendung an Patienten bestimmt sind. Bitte unbedingt. Die haben hier Patienten. Oder vielleicht auch Besprechungsraum. Das sind bessere Stühle sogar. So, oder was? Dann haben wir vier Gewinnspiele. Hat sich jemand dabei? Wo steht das? Nö, das ist nur so eine Idee. Und die woher kommt die Idee? Und das Infrastrukturministerium hat hier. Das könnte ein Warnträger sein. Ja. Gehört jetzt auch nicht unbedingt in den Aufenthaltsraum. Ja, doch, wenn man neue Verträge abschließt oder so oder mit Kunden Gespräche. Wir haben unser Porzellan so lieb, wir nehmen es mit unter die Dusche. Ja. Was hast du da gefunden? Alufolie. 60. Was ist das? Eine 60. Ach so. Eine 60. Hat er gebastelt. Also hat jemand Geburtstag gefeiert wahrscheinlich, ja. Ich kenne das erste, dass man so Verkehrsschilder klaut und die dann jemanden schenkt. Also meinst du, der Mitarbeiter wurde 60 oder meinst du, das Unternehmen hat 60 Jahre durchgehalten? Ich glaube ja nicht, oder? Nee, die DDR hat nicht mal 60 Jahre geschafft. Eine Kontrollkarte des Gewerkschafts. Mitglieds, ich habe jetzt meine Finger nicht ohne Grund da, ne, Anta. Am 18.1916 ist der
geboren, genau. Und er war hier Mitarbeiter. Und hier sind die Nachweise über seine Beitragszahlung und den Erwerb von Solidaritätsmarken, die dann hier alle aufgeklebt wurden. Was es damit jetzt genau auf sich hat, müsste man mal eruieren. Also wann hat man Solidaritätsmarken bekommen? Hm. Also die sind im Prinzip wie Briefmarken und werden dann hier aufgeklebt. Und was man dann damit will, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das liegt jetzt hier auch einfach alles so rum, ne? Weil Datenschutzgrundverordnung gab es ja dann noch nicht. Nee. Das sind dann auch so Dekore, die wahrscheinlich auf die Tassen draufgekommen sind. Die Abziehbildchen, die du schön auf die Tassen draufkleben kannst. Und die werden dann irgendwie eingebrannt da oder was? Ich glaube, das kann man sogar ohne Brenn machen. Das wird dann nachträglich reingemacht. Ob das dann aber in so einer Geschirrspülmaschine stand, hält wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, das gab es damals noch nicht. das ist die unumkehrbare. Standfeste Lösung. Ja, nur da kann man jetzt also seinen eigenen Werbeaufdruck kann man dazu. Und dann, und wenn du es ein paar Mal benutzt hast, kannst du es wegschmeißen, weil du es nicht sauber kriegst innen drin. Ja, guckt euch das mal an. Ne? Ja, wer findet sowas? Also, das ist natürlich total scheiße zu reinigen. Ne? Aber Hauptsache, sie kriegt es. Ah! Die kann umkippen! Du Cheater. Ey! Was, das kennt man? Oh ja, das kennt man wirklich nicht mehr. So alte PC-Bildschirme, meine Zuschauer kennen das noch, aber. Hier, frag doch mal Justin, Justin. Ja, vor allem mal fragen, was das für einer ist. Was es alles gab. Gab ja Lochmaske, Streifenmaske und Trinidon. Das waren dann die flachen schon. Kennst du das noch, die Begriffe? Und da wurde auch. Lochmaske ja, Streifenmaske nein. Das ist aber jetzt nicht mein Kanal, Bogo hier. Oh. Du warst doch schon mal da, oder? Brave Mädchen kommen in den Himmel, die anderen viel weiter. Frauen in der IG Chemie, Papier, Keramik. Aha. Das hier kennen auch noch weniger Leute. Das ist ja schon 90er Jahre, also Anfang 90er. Ja, also letztens habe ich mich noch gefragt, wie viel geht da drauf. Auf die hier geht sogar 1,2 Megabyte. Das waren ja schon die mit der hohen Dichte. Da, ja. Dafür steht auch HD, hohe Dichte. High Density, ja, ja. Und dann wurden sie gegen die kleineren 3,5 Zoll genau. Abgelöst. Und, ja. Die sind ein bisschen robuster, aber das Ding... Im ja. Schulrucksack mitgenommen, um Dateien zu tauschen, ja, allem, hast du schnell mal abgekriegt. Oder du machst es einmal so und dann kommt schon der Dreck rein. Genau. Und die haben mal irgendwie so ein, keine Ahnung, wie heißt das mit diesen Sushi? Diese Sushi-Zeug, ne? Ja, so haben wir gefunden. Erinnert dich ein bisschen. Ja. Ja. Okay. Wie weit der hochgeht? Oh, oh. Ah ja, gut. Ja, und angedeutet ist noch ein bisschen was. Hier stehen nämlich noch ein paar Tassen drin. Oder Teller meine ich. Weißt du, was das da hier ist? Naja, ein Deckel von der Dose. Mit dem komischen. Nein. Das Dekor meinst du, oder was? Nee, der Deckel. Wofür die sind? Ja, für eine Keksdose oder sowas vermutlich. Nee, ich glaube eher. Das sind, ach, für ein Herd? Ja, für die Herd mit Gussplatten. Für die Herde mit Gussplatten, ja. Mhm. So, das hatte meine Großtante auch, aber die haben irgendwie nicht richtig gepasst. Die haben immer schief drauf gesessen, ich weiß nicht warum. Die waren einfach Millimeter zu klein und das so. Das ist dann wahrscheinlich etwas. Ja. Ja. Man glaubt es kaum, noch mehr Gipsformen. Wo man hinguckt. Ja, guck mal, das Gebäude kennen wir doch von irgendwoher. Das, ja, da standen wir auf dem Ulbrichthaus auf dem Dach, wenn man das Dach nennen kann, was da übrig war. Und ja. Aus kann man das sehen. Auf stimmt. Auf dem Dachboden. Da haben wir im letzten Video schon darüber diskutiert, ob das Dach ist oder ob das Dachboden ist. Ja, weil eigentlich ist es ja dann das neue Dach. Ich habe vergessen, die Wand reinzuschneiden. Ja, genau. Oh, die haben sich wieder gefunden. Was ist das hier? Belüftung. Das ist jetzt nochmal die Fabrikhalle von hier oben. Mhm. Die kennt ihr ja noch. Ja, da steht der Ofen. Da steht der Ofen, da steht der Fotograf. Alles ist sein Muss. Ja, und was machen eigentlich jetzt Uri Bexen und Infesta? Mhm. Die sorgen gerade für Nachwuchs. Ja, die habt ihr jetzt gerade alleine im Auto gelassen, gell? Gerade im Auto alleine. Na prima. Ja, toll. Im Sommer Tiere allein ins Auto. Also ich glaube, bei euch hakt es, oder? Ja. Aber alle. Hier ist auch das Oberteil von diesem Karussell, was wir eben schon gesehen haben. Wieso steht da eine Schubkarre auf dem Dach?
diese Maschine hier gemacht? Eine ganz lange Maschine, die bis da hinten geht. Ja, das könnte so ein Tunnelofen gewesen sein, vielleicht. Das fährt bestimmt wo da lang, in so eine Produktionsstraße. Hm. Ach so, das ist ein Querschnitt von... Ja, das kommt auch irgendwie aus der Produktabteilung, Entwicklungsabteilung. Dessert, Teller, Punkett, stehen hier die Maße. Hier gibt es eine Untertasse, Partyteller, Schnittobstschale. Oh, jetzt sieht man auch, wie das gebaut wird. Das ist quasi die Vor... Ja, als ob. Und jetzt habe ich das Gegenteil verloren. Ja. Pass doch mal ein bisschen auf. So. Ich wusste nicht, dass das nicht hält. Das ist wie als mir die Scheibe rausgeflogen. Ja, das ist auch so bescheuert. Da habe ich mich auch so wegschmeißen müssen. Wie, du wusstest nicht, dass das hier eine Dose drin ist? Nee, das ist abgebrochen. Mir ist das abgebrochen. Deswegen in der Hand abgebrochen? Ja, das ist mir... Das ach ist mir, so. Ich hab gedacht, das hält, so. Aber es ist einfach abgebrochen. Das ist ja doof. Ja. Ja, hier ist es... Weiß ich nicht. Sieht aus wie diese Pappteller. Und hier ist... Also da ist auf jeden Fall der Einsatz drin, den du füllst es wahrscheinlich und dann steckst du diesen Einsatz rein. Ja, die sind wirklich ganz dünn. Das taugt keinen Furz, die Dinger. Nee, deswegen zerbröselt hier alles schon. Das macht es nicht mehr kaputt. Nee. Kannst du es hier nochmal zeigen? Nee, das ist... Wolltest du jetzt hier dran was zeigen? Nee. Das sieht man den Querschnitt nicht. Also da kann man nicht reingucken, meine ich. Ja, man füllt es dann und legt den Deckel drauf. Also man füllt es mit, ach so, du willst jetzt eine Untertasse machen, genau. Füllst hier was rein, legst es oben drauf, lässt es aushärten, nimmst es genau, wieder das, ab das und trocknet und dann kommt es irgendwie fertig ist deine... markiert, kommt in den Ofen, vermute ich. Ja, das kann natürlich sein. Das Ding sorgt für die Unterseite von dem Teller und das Ding sorgt für die Oberseite vom Teller. Also von der kleinen Untertasse. Mhm. Ja, das könnte sein. Aber da hast du echt viele von gehabt, ne? Weil Du kriegst ja mit einer Form, man kriegt ja mit Form immer nur eins und das dauert bestimmt eine Weile. Genau. Bis das so. So, was ist da hier passiert? Es sieht aus, als hätten die das Gerät überladen. Und es ist in sich zusammengebrochen. Ach, das war letztes Mal noch nicht, das Schild? Oder was? Das Schild, ja, das Treppe nicht. Also wahrscheinlich war das noch aus der Zeit, als das Gebäude in Nutzung war, ist denen schon die Treppe halb runtergekommen und jetzt sind die Airbagser hier durch und jetzt ist hier wirklich schon was eingestürzt, sagst du, weil... Ja, das letzte Mal war noch mehrfach. Na prima. Das ist nämlich das Problem. Diese Treppe ist einsturzgefährdet, ohne Scheiß. Ich vermute... Ich hoffe, hier gibt es jetzt ein Faktor Unglück, weil der nächste Airbagser hier runterkommt. Ja. Dass dieses Haus einfach so kaputt war, dass es also mit zur Insolvenz dieses ganzen Objekts der Fabrik beigetragen hat. Ja. Das Haus war einfach total kaputt. Es hat hier reingeregnet, es hat da reingeregnet, hier war Schimmel, da war eine Treppe am Abstürzen. Und dann haben die einfach mal gesagt, es hat keinen Zweck mehr, Leute, wir haben kein Geld mehr, um hier irgendwas zu reparieren. Seit 2012 waren sie insolvent. Mhm. Das ist ja auch so, das Haus ist ja auch riesig. Und renovieren wir mal so ein riesiges Haus, das kostet richtig Kohle. So, mal wieder was Neues. Wir haben gerade schon wieder eine andere Truppe getroffen. Thomas unterhält sich mit denen. Ich mache hier eine kleine Begehung. Hier der Gebäudeteil scheint etwas älter zu sein. Und er hat auch mehrere Stockwerke. Hier schon wieder Pandas. Ja, irgendwie wiederholt sich jetzt alles. Und da hier ist. Hat wir haben gerade. Hier hat Mercedes noch Westwerbung gemacht. Was war denn das andere? Das habe ich. Benson. Ah, kenne ich gar nicht mehr.
Weil hier für eines war. Wir haben jetzt gerade noch mehr Urbexer getroffen. Ja. Die sind aber ein bisschen kamerascheu, deswegen können wir die jetzt nicht zeigen, aber die waren auch schon mehrmals hier und die haben also auch erzählt, dass hier berichtet wurde, dass vor wenigen Tagen oder Wochen hier Transporter vorgefahren sind. Hier wurden ganze Kisten rausgeräumt. Ja. Hier soll es Porzellan gegeben haben, das wirklich nach was aussah. Das, was ihr jetzt hier im Video bei mir gesehen habt, das ist ja nur noch der klägliche Rest. Da soll es verziertes Porzellan geben, das im Internet mit 140 Euro und so gehandelt wird für so ein Stück, ja. Und das wird dann hier einfach rausgekarrt und jetzt keine Ahnung wo vertickt, ja. Es ist, macht einfach keinen Spaß. Dieser Ort ist viel zu bekannt, ständig laufen hier neue Leute rein und raus und man hat hier überhaupt keine Ruhe. Also da kommt auch überhaupt keine Urbex-Stimmung mehr auf. Das wird jetzt hier schon immer mehr zum Wallfahrtsort. Hier stehen wir jetzt in einem Lagerraum für so Motive, Abziehbilder sozusagen. Ich denke mal, dass sowas hier auf die Wandteller drauf gedruckt wurde. Das könnte jetzt hier für Werbewandteller gewesen sein, Restaurant, Posthalterei. Im Hotel Sächsischer Hof, Romantik Hotel Meiningen. Und da haben die bestimmt so Wandteller an ihre Stammgäste ausgegeben und da kam das dann so drauf. Oh, wie süß, für meinen Liebling. Aber es gibt natürlich auch relativ schlichte Teller, die hat man einfach nur sowas als Umrandung. Dann gibt es die mehr oder weniger kitschigen hier mit den Vögeln oder irgendwelche vielleicht Tassen mit Schmetterlingen oder sowas oder vielleicht war das auf irgendwelchen Vasen drauf, man weiß es nicht genau. Aber ja, das ist sozusagen die Motivabteilung. Hier sind die ganzen Das Archiv für Motive. So, Vorsicht. Was? Ja, man hört, wir sind nicht alleine. Ja, das könnte so eine Lackierkammer gewesen sein, oder? Ich weiß nicht, was man da gemacht hat. Weil wir haben eben die lackierten Teile gesehen, die angesprühten hier. Ja. Aber warum sprüht man die an? Ach, das sind die Negative und die wurden mit angesprüht, sozusagen. Ja, und das sind irgendwie sowas wie Stative. Wenn das irgendwie ein Kopf ist für irgendwas, dass man den nach unten drunter quasi mit erwischt. Vielleicht. Willeroy und Boch hat sich hier sozusagen verewigt in der Bodenfliese. Was man hier auch sieht, das ist nicht das erste kaputte Fenster, was sie wieder notdürftig gekittet haben, also einfach eine kleine Scheibe drüber geklebt. Ich denke mal, das war alles schon so der Anfang vom Ende hier. Große Reparaturen hat man hier nicht mehr gemacht. Wenn eine Scheibe kaputt ging, dann hat man die nicht ausgetauscht. Das erinnert schon fast an so eine Säule von einem Tempel. Ja, das wurde bestimmt so eine Schale. Daraus macht man dann eine Schale mit so einem gewellten gewellten Band. Das ist so eine Blumenvase, so ein Blumentopf oder so. Also könnte auch sein, so ein Blumentopf. Ich kenne die Dinger noch, ich glaube, ich habe sowas schon mal gesehen. Ja, vielleicht haben die einfach den Geschmack der Zeit hier nicht mehr gefunden. Mhm. Alle finden alles hässlich und deswegen mussten die pleite machen. Das ist bestimmt auch so ein Werbeträger. Also kann man auf Messen, könnte man sich vorstellen, dass es neben deren Messestand gestanden haben könnte, eine Lampe reingestellt, dann leuchtet das schön. Ja. Irgendwie sowas. Ja, ihr seht ja, wie kaputt hier die Dächer sind. Jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. So ein Zeichenbrett. Mhm. Ja, hier werden ganz schön viele Leute gearbeitet haben. Immerhin muss man ja auch die Produkte entwickeln. Man kann ja nicht 20 Jahre die gleiche Vase rausbringen. Oder die gleichen Teller. Ja, da war wieder jemand ganz schlau. Uprex for life. Das ist nämlich so.
Natürlich könntet ihr 20 Jahre lang den gleichen Teller herstellen. Und wenn euch einer davon kaputt geht, dann kauft ihr den einfach nach. Das machen die natürlich nicht, sondern die bringen immer wieder neue Services raus. Und wenn dann sollst du 6 neue Teller kaufen. Genau, das, ganz genau. Und die Tassen dazu und alles neu. Richtig. So, jetzt haben wir die defekte Treppe, sind wir jetzt hier umgangen. Ja, die wird halten, hoffe ich. Deine Espresso-Tassen. Ha, meine Espresso-Tassen. Die sind dafür zu klein. Ja, aber das, genau, damit wurden die dann hergestellt. Das war die, das Negativ zu der Espresso-Tasse. Da ist was vom Hund. Hm. Meinst du den Raum? Hm. Komm her. Oh Mann, da. Da hat wieder irgendwer gewütet. Ja, und wenn man jetzt noch sehen würde, was das für eine Flüssigkeit ist. Ich vermute Farbe. So blau würde es aus. Na gut, nein, klar. Mhm. Da ist Farbe. Das ist ja was anderes als. Aber das, was da liegt. Aber es kommt sicherlich nicht aus dem Eimer. Hä, hey, was ist es? Das ist Kunststoffzeug, ist es. Ich weiß nicht. Gefahrensymbole sind keine dran, ne? Nee. Silikon? Naja. Damit kannst du dann, weiß ich nicht, irgendwas Schönes basteln. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht hochgradig gefährlich, sonst würde es hoffentlich. Tritt mal da drauf. Blau hast du noch nicht. Na, ihr seht auch, diese Fabrik hat dann auch wieder verschiedene Facetten. Es sieht also auch nicht überall in jedem Flügel gleich aus. Das hier sieht auf jeden Fall älter aus, ich glaube Holzform. Oder? Willst du meine Hand? Nee, es sieht nur so aus. Gegenstück Malermeister. Heute Abend werde ich von Papptellern essen. Ich kann kein Porzellan mehr sehen. Ich esse aus der Pfanne. Okay. Das M ist von Melita. Das ist da hier übrigens diese Teile hier, also diese Stellen sind übrigens, wenn du die zusammenlegst, die Form, dass sie sich zentrieren. Aha. Zentrieren können. Ja. Was wolltest du das sonst machen ganz früher? Ja. Das sind hier echt geil. Ey, ihr schon wieder. Immer die gleichen Leute hier. Ja. Wir befolgen euch. Wie war nochmal die Instagram-Adresse? Das muss ich einprägen bei den Leuten. LostBlazerMS. Lost_blaze.th. Okay, aber wir verlinken es ja nochmal. Ja, wir verlinken es. Ja, ich schaut mal, das ist eine etwas größere Espresso-Tasse, da geht 50% mehr rein. Den doppelten Espresso. Ja. Macht Sinn, oder? Weiß ich nicht. Ein Doppelter? Nee, ein Doppelter müsste ja doppelt so groß sein. Ach, ja. Was dann hier einfach mal so rumliegt, das sieht mir nach einem Aufzug-Triebwerksraum aus. Ist auch immer wieder das Gleiche, oder? Ja. Ja, was willst du da groß anders machen? Ja. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Nee. Eigentlich nicht. Was ist denn los? Sich durchbiegende Regalböden vielleicht. Mhm. Die Gardine ist auch sehr lustig. Ja. Vielleicht gab es da eine Vorschrift. Jedes Fenster in einem so und so Raum soll eine Gardine haben. Na, dann hängt man halt irgendwas hin. Schade. Was ist denn hier los? Wir haben jetzt die ganze Familie. Ey, pass auf, das musst du zensieren. Was? Nein. Das zoomen wir sogar noch ran. Überall. Bis jetzt ist ja mein Strip-Club-Video ist ja bis jetzt auch noch nicht zensiert worden. Und das war wirklich. Das war ja.
Da, wo die Zeitung noch rumlagen. Ja, aber nicht nur das. Ich meine, da war ja auch diese Wandmalerei ja. von ja, okay. diesem komischen ja. Ägypter, der sich einen runterholt. Ja. Was? Ja, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, da gibt es eine Infokarte. Ich glaube, ich habe keine Infokarten mehr frei, weil man kann ja nur 5 pro Videos machen. Ich will das jetzt auf Fernsehen. Ist egal, sucht einfach nach mein erstes Mal im Swinger Club, so heißt das Video. Warte mal, das Bild habe ich am Handy. Das sah jetzt anders da aus. Ich zeig das gleich. Ja, ich bin nicht. So ist es, wenn man nicht in jeden Raum reingeht, dann sieht man gar nicht, dass hier eine Schreibmaschine ist. Funktioniert die denn noch? Die funktioniert noch. Haben wir Papier zum Einspannen? Ich wollte ja schon mal im Schloss Dracula. Ja, genau. Wurde das aufgerotzt oder was? Im Schloss Dracula wollte ich das ja auch machen, aber dann war das. War die Maschine verklemmt. Mal gucken, ob das wichtig ist. Das ist sowieso nur eine Fotokopie. Das ist kein Original, das ist eine Fotokopie. Denn. Wie bediene ich eine? Ja, die ist lang. Analoge Schreibmaschine. Als Kind habe ich sowas gehabt. Jetzt ist es natürlich schief drin. Das Problem hat man ja immer. Deswegen gab es irgendwo einen Hebel. Ne, der war es nicht. Der. Um das nochmal zu richten, dass es jetzt auch hier wirklich gerade drin ist. Ja, also jetzt ist natürlich die Frage, der kann ich das hier sagen. Ich vermute ja, dass das Farbband eingetrocknet ist. Aber wir tippen mal wieder ein B. Es geht. Das guckt euch das an. Dann schreibt es auch den Satz zu Ende. Das ist ja geil. Zoom mal hier rein. Das sieht man, keine Ahnung. Geil. Hätte ich nicht gedacht, dass das Farbband noch funktioniert. Aber sag mal, wo ist eigentlich die Endertaste? Ja, sowas gab's nicht. Du musstest das ja alles mechanisch machen. Deswegen musstest du, um an den Anfang der nächsten Zeile zu kommen, einmal hier, dann fährt es hoch, ne? Ja. Und kräftig mit Schmackes die so rüberziehen. Du musst den Wagen also manuell wieder nach rechts rüberziehen. Stimmt. Jetzt kannst du noch für Uri Bexen unterschreiben. Den müssen wir aber hier in der Mitte unterschreiben. Ja, dann muss man, also hoch geht es nur auf diesem Wege. Ja. Hier kannst du dann den Wagen entriegeln. Und jetzt weißt du auch hier, das ist die. Guck mal, das ist die Großschreibung, dann fährt ja der Wagen hier runter, damit man an die Großbuchstaben kommt. Die sind ja hier, die sind ja große Buchstaben oben und kleine Buchstaben unten. Mhm. So, und mit dem Ding kannst du sogar verriegeln. Jetzt hast du immer dauerhaft Großbuchstaben. Caps Lock. Das ist Caps Lock mechanisch. Schlecht. Ja. Toll, oder? Toll. Ich bin begeistert. Endlich mal etwas im Lost Place, das noch funktioniert. Du musst aufpassen, dass du dich da nicht vertippst, ne? Schon passiert. Oh, Scheiße. Ja, also da musste man dann früher mit Tippex kommen, ne? Diese Korrekturflüssigkeit. Dann musstest oder mit dem Locher. Musstest du das hochfahren, musstest du dann hier... Ja, dann musstest du hier Tippex drauf machen. Dann musstest du warten, bis es trocken ist. Dann das wieder in diese Position hier bekommen. Und auch wieder treffen. Die wieder treffen und dann neu schreiben. Und dann gab es irgendwann, haben wir die jetzt getroffen? In dem Fall haben wir die jetzt getroffen. Ja, was natürlich auch manche Leute dann gemacht haben, ist, die haben einfach den Buchstaben noch 5-mal drüber gehauen, damit man das dann so aussah. Ne? Wie wenn man sich handschriftlich verschreibt und noch 3-mal drüber malt. Es gab aber auch irgendwann von Tippex so Papier, so Streifen mit Korrekturflüssigkeit, die hast du dann einfach dahinter geklemmt, hast den falschen Buchstaben nochmal drauf getippt und dann hat er sozusagen den weißen Buchstaben aufs Blatt gedrückt und dann konntest du wieder zurückspringen und nochmal neu schreiben. Also, das war in der analogen Welt echt kein Zuckerschlecken mit Schreibmaschine. Wie ging das? Ja. Du lernst schnell. Man kommt mit dem Ding leider nicht ins Internet, weil hier das so schlecht ist mit dem. Aber es ist auch abhörsicher. Also es kann auch keiner. Achso, ich dachte schon. Das ist nicht abhörsicher. Nein, ferner ist. Ja, doch. Stimmt. Oh, jetzt hängt der wieder. Du kannst am Tastenanschlag kannst du rekonstruieren. Jetzt geht's zu viel. Du kannst am Tastenanschlag rekonstruieren, ja, was geschrieben wurde. Das kannst du bei heutigen PC-Tastaturen auch. Ja, klar. Ja, ja.
Du musst dir mal vorstellen. Haben wir deinen Namen noch? Wir haben vergessen. Benjamin. Ja, einfach Benjamin. Du musst dir mal vorstellen, es kommt ein Urbexer hier rein, geht hier vorbei, was hört das Getippe und denkt: Was Ekliges. Ach du Scheiße, Geisterarbeiter. Mhm. Hier gibt es hier arbeitet der Geist von dem Bürovorsteher. Schnell weg. Jetzt, das liebt man auch. Schaut euch das an. Das ist immer das Geilste, wenn das passiert. Und jetzt hängt er hier. Und jetzt musst du noch eine Taste drücken, dann kriegst du es nie wieder auseinandergeknotet. Ja, genau. Einfach mal alle. Das kenne ich noch von früher. Ja. Einfach mal alles drücken und dann so. Ja, wenn du zu schnell getippt hast. Übrigens, noch was, Leute. Wo wir jetzt schon gerade eine halbe Stunde über Schreibmaschinen reden. Da kommt diese Buchstabenanordnung übrigens her. Die Buchstabenanordnung kommt nicht etwa daher oder nicht ausschließlich daher, dass das irgendwie besonders sinnvoll ist, dass die Buchstaben, die man häufig braucht, nah beieinander liegen. Das ist ein Aspekt. Ja? Das ist der Grund, warum im Englischen meinetwegen hier ein Y ist oder so. Mhm. Aber der Hauptgrund ist, dass die Buchstaben, die häufig nebeneinander getippt werden, sich möglichst nicht verheddern. Mhm. Wenn man das ordentlich durchgezogen hätte, dann dürfte man das auf der deutschen Tastatur so eigentlich gar nicht haben. Weil wenn du einmal das Wort Wert schreiben willst, dann hast du die ja hier alle nebeneinander und wenn du zu schnell tippst, dann kann es passieren, dass die hier so hängen bleiben. Na doch, so zum Beispiel. Wenn du zu schnell tippst, bleiben die hier so hängen. Ja. Abgesehen davon, dass gerade der Wagen wieder festhing. Ja, nicht auf dem besten Stand, vielleicht ein bisschen WD-40 reinsprühen und dann läuft alles wieder. Ja Leute, im Keller hat das Fabriksverkaufsgebäude auch noch. Ja, und man sollte überall eine Kaffeekanne stehen haben. Jetzt nicht gerade der schönste Ort. Was ist denn das? Schornsteinberechnung. Ganz schön zugemüllt. Mhm. Und es wird immer schlimmer. Hey, jetzt geht's aber ab hier, oder? Was machen die? Die bedienen sich da. Wenn ich da auf den Schaltschrank leer bin. Deswegen grüßen die auch nicht zurück, weil es da keine Abwechslung sind. Den Tanz, den der in der Hand gehabt hat, der Opa, den nimmt er doch auch mit. Sieht so aus. Jetzt kommen die unangenehmen Zeitgenossen, liebe Leute. Ich hätte mir also Teller mitnehmen sollen. Ja, ja genau. Also es macht hier sowieso jeder, was er will. Oder so eine Tasse, die nicht umkippen kann. Ja, oder Kabel. Einfach Kabel aus der Wand schneiden. Lohnt sich ja für 5 Cent. Ne? Irgendwie so. Ja, tschüss, liebe Pandas. Und wen haben wir noch so dabei gehabt heute? Benjamin, Vanessa. Justin. Ich wüsste mal nicht. Justin, ja. Justin, Justin. Justin. Merke ich mir fürs nächste Mal. Mal gucken, wo es da hingehen wird. Wir sehen uns am Freitag um 15 Uhr. Und ihr könnt eine Glocke aktivieren da bei YouTube, um kein Video mehr zu verpassen von meinem Kanal. Ne? Einfach die Glocke klicken. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Macht's gut und ciao. Tschüss.